Mazda baut seine Modellpalette weiter aus. Jetzt bekommt der Mazda 3 eine neue Karosserievariante. Das bekannte Steilheck ergänzen die Japaner nun um eine Stufenheckversion. Schon bei der letzten Generation setzte Mazda auf eine Stufenheckversion ihres Kompaktmodells, allerdings mit mäßigem Erfolg. Gut möglich, dass der neue besser ankommt. Denn das Modell verfügt über das schicke Kodo-Design des erfolgreichen Mazda 6. Die Motoren übernimmt das Stufenheck komplett aus der Antriebspalette der Steilheckversion. Zur Wahl stehen also die drei Vierzylinder-Benziner und ein Dieselaggregat. Die Leistungsausbeute der Motoren reicht von 100 bis 165 PS. Serienmäßig kommen alle Versionen mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Hier gehört ein Start-Stopp-System zur Serienausstattung. Optional bietet Mazda bei einigen Motoren auch eine 6-Stufen-Automatik an.